Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich aus der über 1000-jährigen Pfarrkirche St. Martin in Zifflech. Ich stehe hier unter dem Martinsleuchter von Professor Heiermann. Der heilige Martin, der Patron unserer Kirche, unserer Pfarrei, unseres Kindergartens. Der heilige Martin ist ja einer der populärsten Heiligen, denn er ist ein ganz starkes Vorbild für die Verbindung von Gottes und tätiger Nächstenliebe. Martin hält inne. Er lässt sich von der Not des frierenden Bettlers betreffen. Er wartet nicht lange, fragt nicht nach einem Zuständigen, sondern er hilft, ganz spontan. Auch in dem Wissen, wenn er jetzt nicht hilft, wenn er nicht eingreift, dann ist es vielleicht für den Bettler zu spät, dann wird er erfrieren. Und aufgrund dieser heroischen Tat, dass er sein Tun unterbricht, dass er spontan hilft, sich den Menschen in Not voll Empathie zuwendet, das ist der Grund, warum er bis heute so hoch verehrt wird. Im Traum, so die Legende, erscheint Christus dem heiligen Martin und Martin erkennt, er hat, indem er dem armen Bettler geholfen hat, eigentlich Jesus selber geholfen, gemäß dem Wort der Heiligen Schrift: Was ihr für einen meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan oder das habt ihr mir eben nicht getan. Ja, Jesus geht in seiner Solidarität mit den Ärmsten der Armen ja so weit, dass er im Grunde immer den letzten Platz einnimmt. Von der Geburt im armen Stall in Bethlehem bis hin zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus identifiziert sich mit den Ärmsten der Armen, mit den Ausgegrenzten, um gleichsam so auch unsere Hilfe für die Ärmsten der Armen zu provozieren. Dass wir daran denken, wenn ich an fremder Not vorbeigehe, dann gehe ich im Grunde an Jesus Christus vorbei, dessen Geburt wir ja an Weihnachten feiern.